Sehr geehrte Damen und Herren, ich fasse die bisherige Debatte zusammen. Erstens Kredite für den Schuldendienst der Ukraine bei den G7-Staaten und die Fortsetzung eines endlosen Krieges und somit die Zerstörung der Infrastruktur sind gut. Zweitens Kredite für zivile Investitionen und den Aufbau der Infrastruktur in Europa sind schlecht. Diese Verrücktheit wird Europa wirtschaftlich weiter abhängen. Während die EU Kredite für den endlosen Stellvertreterkrieg aufnehmen will, soll Frankreich etwa seinen Haushalt um 110 Milliarden Euro kürzen. Mario Draghi empfahl jedoch, die Investitionen in der EU um 800 Milliarden Euro zu erhöhen. Währenddessen ist die Ukraine von Korruption zerfressen. Es wird darauf bestanden, dass sie weitere staatliche Betriebe privatisiert und langfristig zu einer wirtschaftlichen Kolonie wird. Die EU hat keine Strategie, um den völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine zu beenden. Das Parlament fordert weitreichende Waffen gegen die Linie des US-Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers. Radikale Phrasen über einen vollständigen Sieg über die Atommacht Russland sind weltfremd. Die EU spielt bei der brasilianisch-chinesischen Friedensinitiative, die von der Schweiz unterstützt wird, keine Rolle. Den Preis zahlen die Ukrainer. Das Land ist zerstört, über 1 Million Menschen sind tot, zurückbleiben Alte und Verletzte. Die Ukraine muss aufgebaut werden, aber dafür braucht es eine realistische Strategie mit Sicherheitsgarantien und einer neutralen Ukraine. Wenn Donald Trump die US-Wahlen gewinnt, wird er uns ein kaputtes Land vor die Füße kehren. Vielen Dank.